Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Fortnite-Video. In diesem Video geht es darum, dass mit dem Patch, der gestern rauskam, auch neue Schreine, also es sind so, glaube ich, japanische Tempel, hier ins Game implementiert wurden. Und zwar gibt es insgesamt ganze 7 Stück davon nun auf der Karte. Ich zeige euch die hier kurz in der Übersicht. Also ihr seht hier auf der Karte eingezeichnet, wo eben diese Schreine jetzt auf der Karte im Moment sind. Ja, was ihr darin finden könnt, ist einfach goldene Kisten mit Loot. Also ihr seht die auch schon von Weitem entfernt. Die sehen unterschiedlich aus, aber ein paar davon sind richtig hoch wie so Türme. Andere sind etwas kleiner. Aber wenn ihr hier dran vorbeilauft, denkt euch auf jeden Fall nicht, was ist das? Geht rein, denn es können da 2 Kisten oder so zum Beispiel drin sein und ihr könnt guten Loot da drin bekommen. Ja, ich habe versucht, hier 2 von diesen Schreinen einfach mal aufzunehmen. Jedoch kamen wir hier ein paar Leute in die Quere und glücklicherweise habe ich mal nicht gebottet und habe die dann alle gekillt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mit dem neuen Patch gekommen. Wie lange das Ganze bleibt, weiß ich nicht sicher. Das erinnert mich so ein bisschen an die Christmas Trees, also die Weihnachtsbäume. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, dass wir während der Weihnachtsseason hier Weihnachtsbäume hatten, unter denen ja Loot lag. Ich glaube, genauso ist es hier. Pro Schrein können wahrscheinlich verschiedene Kisten spawnen, aber es müssen keine Kisten drin sein, beziehungsweise müssen nicht immer 2 drin sein. Vielleicht ist nur eine drin oder eben keine. Genauso wie eben bei den Weihnachtsbäumen ist es nun eben bei diesen kleinen Tempeln auch. Ja, ich hau euch diese Karte, den Tweet dazu auch natürlich in die Beschreibung, damit ihr euch die nochmal angucken könnt oder da, wenn ihr sie zum Beispiel speichern wollt oder so, um eben zu sehen, wo eben diese kleinen Tempel sind. Ja, Leute, wie gesagt, das war's zu dem Video. Nur ein kleines Infovideo am Rande. Ich hoffe, es hilft euch. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Und vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Ich streame im Moment so gut wie täglich Fortnite. Schaut auf jeden Fall da auch mal vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.